War ich da nicht eben schon? Nee. Doch, hier war ich schon. Da war ich schon. Hier läuft man ja elegant die Leiter hoch. Nicht irgendwie krauschen. Da muss man nicht meine Tasten drücken, das macht er einfach so. Ich hoffe, dass ich noch irgendwie Brot finde oder sowas. Lass mal die Taschen voll machen. Na gut, ich glaube, es wird ein bisschen dunkel, ne? Vielleicht soll ich loslaufen. Aber ich muss auf die Toilette vorher. Wir können auch das Auto nehmen. Sieht noch gut aus. Ja. Muss ich jetzt gucken, in welche Richtung ich muss. Ja, das ist schon die richtige Richtung. Einfach da dann laufen. Da sind sie. Hä? So, ich meine das Blaue. Okay. Und das ist der Händler. Achso, okay. Wolfsbier. Ja gut. Dann laufe ich da mal hin. Ich schau mal hier vorne hin. Da muss ich mal hier kurz nochmal in den Busch, ne? Hier. Na gut, da sieht mich keiner. Ja, speicher mal. Ja, ja, mach du mal. Okay. Zurück zum Spiel. Dann bin ich kurz mal weg, ne? Muss ich jetzt hier speichern? Muss ich hier. Ja, wenn ich Rost habe, ist eh pausiert, ne? Lauberschwurm, Grüße! Wie geht's? Ja gut, 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 ich hoffe dir auch. Ich muss jetzt aber kurz mal auf Toilette. Alles super, alles schön. So, bin gleich wieder da. Cooles Spiel hast du dir da rausgesucht. Ich habe auch alles fertig gesucht. Ja, ich habe dieses Spiel schon sehr lange in meiner Steam-Bibliothek. Ich habe doch selber schon mal angespielt. Ich bin an irgendeinem Punkt nicht mehr weitergekommen. Das war vor Jahren, ne? Frag mich nicht, wie viele Jahre es her ist. Es ist schon länger her. Ja, und dann habe ich da aufgehört. Und jetzt dachte ich mir, komm, ich versuche es nochmal. Ja. Also die anderen zwei Spiele habe ich auch. Das sind ja drei, ne? Nur was noch mit Prü oder sowas. Ja. Ich habe keine, also ich möchte die alle durchspielen, bevor das zweite Teil, der zweite Teil rauskommt, Stalker 2, ne? Ich glaube, ich werde aber sehr lange brauchen. Also ich denke mal nicht, dass ich es schaffen werde, bis das im April da rauskommt. Mal sehen. Aber ich werde mir meine Zeit lassen. Ich will jetzt hier nicht durchhetzen oder so. So. Seit der 7 kam es raus, schon ein paar Jahre. Ja, gut. Aber ich habe es ein bisschen später, glaube ich, gespielt gehabt. Eine kleine Empfehlung, spiel die Spiele mit Complete Mods. Was ist denn daran besser? Ich wollte das erstmal so spielen, gucken, wie ich zurechtkomme. Complete Mods. Okay. Ich lauf mal, ne? In dem Fall, ist ja nichts mehr von mir hört. War schön, euch kennengelernt zu haben. Tschüss. WhatsApp auch schon vorgeschlagen. Hat super viele Vorteile. Grafik, Waffen etc. Okay. Ja, gegen Grafik habe ich nichts. Waffen.
Ich sitze nicht zu viele Waffen. Ich komme eh mit dem ganzen. Ich habe die Handfeuerwaffe. Das reicht mir erstmal. Vielleicht noch ein Gewehr, eine Schrotze oder so. Bin ich glücklich. Eine Sniper. Complete Mods heißt das. Ich gehe wieder zurück. Mit Zutreibung hier. Hat irgendwas geholt. Ich schreibe das mal hoch. Hat ich hier nicht mal irgendwie so. Heißt das denn jetzt Complete Mods? Das ist so ein Bündel, was man haben müsste. Komplette Mods. So. Nein. Okay. Komm, ich spiele einfach mal durch, wenn ich find's. Ja, okay. Nee, ist nicht genauso. Ich such mal raus. Was raus. Okay. Ich gehe los, ne? Wie ziehe ich meine Waffe? Also. Oh. Ach da. Ich habe 40 Munition, ne? Das ist aber ein bisschen wenig. Ich hätte gern 200 oder so. Ich hätte gerne einen Sack Munition. Warum sind die Krähen da oben? Gibt es hier was zu futtern? Oder sind die einfach nur so da? Soll ich vielleicht auf der Straße bleiben? Hey, bitte! Wo drin? Kann man nochmal rennen? Rennen ist X, ne? Oh, hallo! Ach, der ist tot. Hilf mir, Bruder! Nimm das Medkit von dem Toten da! Hab ich gemacht! Ich komm nicht dran! Lebst du? Ah, verdammt, Schwarzen. Die Schmerzen sind zu viel, ich sterbe. Hilf mir, Bruder! Lebst du? Nimm das Medkit von dem Toten da! Ja, hab ich doch gemacht! Dabei kann ich nicht kriechen! Hilf mir, Bruder! Nimm das Medkit von dem Toten da! Ich danke dir, Gezeichnete. Du bist in Ordnung, weißt du? Ich werde im Lager allen erzählen, dass du mir geholfen hast. Da hinten ist was. Möchtest du jetzt zurückgehen? Ich dachte, ich gebe dir Geleitschutz oder so. Überhaupt eine Waffe? Ich kann mich gar nicht schützen. Ach, ich wollte dich ja schützen. Ich gehe da mal, ne? Ciao. Hast du gesehen, dass er eben stand? Hä, was? Steht hier was? Steht noch nichts. Oder der Dialog mit dem Typen hier. Du sollst die Waffe immer runternehmen, wenn du in der Nähe anderer Stalker bist. Sonst A, reden die nicht oder B, erschießen dich. Also. So. Ja, aber der hat ja mit mir geredet. Ganz gut. Der andere ist tot. Nee, einsteigen. Also. Ja, gut. Wusste ich ja nicht, ne, dass die nett sind. Kann ja auch böse sein. Also von dem Teil, den du spielst, heißt es tatsächlich. Okay. Ja, gut. Das sind die Anomalien, ne? Soll ich da mal reinlaufen? Tut das weh? Muss ich ausprobieren. Das weiß ich ja nicht.
Das Radioaktivität. Ja, es piept auf jeden Fall. Ich gehe da nicht hin. So, wen habe ich da jetzt gerettet? Habe ich mir nicht gemerkt. Aber der ist mir dankbar. Wo gehe ich hier runter? Ja, es tut weh, glaub mir. Dafür brauchst du die Schrauben. Ich habe keine Schrauben. Geh aber die Straße lang. Von hinten steht einer. Ich glaube, die sehen so die Musik. 5 ist Fernglas. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Da steht noch einer. Hallo. Beruhig dich, Mann. Ich erzähl dir, wie das hier läuft. Ich bin auch ruhig. Hallo, Kumpel. Wolf hat dich bereits angekündigt. Hast du noch mehr Fragen? Ja. Wie viele Banditen hält sich im Lager auf? Petrucha. Was ist das? 7 oder 8. 2 am Tor, 2 weitere im Gebäude und zur rechten. Beim Feuer und 2 weitere im Gebäude zur linken. Dort halten sich auch Nimble fest. Und meistens hängt noch jemand im Hof rum. Das müssten alle sein. Sollen wir ein Gebet sprechen und losgehen? Wie viele sind da jetzt? Warte mal. Erstmal gucken. Meine Nase läuft heute aber echt, ne? Unter anderem kann man die Mod tatsächlich empfehlen. Da in der Vanilla-Version viele Quests verbuggt sind. Aha. Sehen immer viele Speicherstellen anlegen und niemals Speicher wieder. Okay. Ja, dann lade ich die Mod nach dem Stream runter oder vor dem nächsten Stream. Wir sollen beten. Jetzt lass mal. Erstmal hier. 2 am Tor, 2 weiter im Gebäude rechts und 2 weitere im Gebäude zu linken. Jetzt sind aber nur 6, ne? Dort halten sie auch Nimble fest. Und meistens hängt noch jemand im Ruf rum. Das sind 7. Okay. Nein, wir sind zu viele. Nee, wir gehen zusammen. Und jetzt los geht's, hol deine Männer. Leute, Wolf hat uns ein paar Männer geschickt. Zusammen mit dem Befehl zum Angriff. Zeit für Heldentaten. Die reden nicht so viel, ne? Na, получай! Держи от меня! Ich geh mal hinter dem Baum hier. Ich sehe ja keinen, ne? Da war eben einer. Der ist rausgekommen. Ah. Komm ich irgendwie durch da hinten? Ich kann sich auch anlehnen und. Ja, mal gucken. So, ja, genau, okay. Was wollte ich sagen? Oh, wo kam das her? Oh, da. Hab ich getroffen? Oh ja, so ein bisschen.
Oh no. Aber nicht nett. Er ist tot. Au. Sind alle tot. Ich ist alleine. Operation lief erfolgreich. Oh Gott, ich muss nachmachen. Aua! Spiel aus. Spiel ist aus. Kann ich weiterspielen? Sind sie einfach abgeschaltet. So, nochmal. Ich hoffe, du hast nicht so schwer eingestellt. Das kann sonst nicht. Ich habe auf Stalker gemacht. Also, nicht Anfänger, sondern Stalker. Dachte ich, mach schon mal, ne? Gehen wir los? Jungs, jetzt müssen wir aber ein bisschen besser sein, ne? Das war nicht so toll. Ihr müsst euch ein bisschen anstrengen. Kann ja jetzt nicht alles alleine machen. Wenn ihr einfach wegsterbt. Was macht eigentlich der andere da hinten? Ich bin nur zu dritt jetzt hier. Der andere hängt fest, ne? Muss mal gucken. Also, wie war nochmal Sprint? Achso. Hä, wo ist denn hin? Ach, keine Ahnung. Nee, da fehlt noch einer, ne? Da war noch vorher drei. Ja, gut. Wir schaffen das auch noch zu dritt. Wir waren nachladen noch mal eher, ne? Ich glaub schon. Wir können dann los. Ach, wir warten noch auf den anderen da. Der war noch mal Pipi machen gehen oder so. Sprinten ist echt nur X, ne? So joggen und so. Der eine, ich habe ihn hier gesehen. Ich hatte sich in der Matrix aufgelöst. Ah! Die legen los, ohne mich. Hier lang. Ich überhaupt. Oh, ich denke immer, mit dem Sprint muss ich noch lernen, dass hier das noch fix ist. Jetzt ist der Regen eigentlich so laut? Nicht mehr nach. Ich glaube, der ist schon länger tot. Kann ich dir einen Tipp geben? Ja, wenn das kein Spoiler ist. Oh, ich blute. Ich blute! Nicht mehr. Ist der tot? Ich dachte, der liegt da und zielt auf mich.
glaube, meine... Mein Team ist tot. Hier da vorne ist noch einer. Kannst mit Kuhn eh nicht sein. Achso, ja, ja, habe ich schon gemacht. Gut, bringst du die Chance. Ja, weiß ich. Da war noch einer, ne? Wieder rein. Das sind weiße Punkte. Weiß man nicht. Die Minimap. Ist er jetzt tot? Oh, da ist er noch einer. Ich habe keine Munition mehr. Kann ich die looten, Jan? Muss noch ruhig looten können. Ah ja. Die muss ich benutzen. Überziehen. Hat unten alles nicht. Die weißen Punkte sind auch leicht. Leicht nur. Achso. Ich dachte nur die grauen. Lebt noch einer? Ich hab's gehört. Das weiße bin ich, guck mal hier. Ah, der weiße Punkt bin ich. Ja, ist klar. Aber mein Team ist tot, ne? Scheiße. Ich bin noch Anfänger. Kann ich nichts für. Jo. Ohne den. Oh, hallo. Ich schulde dir was, Bruder. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ja. Danke, Bruder. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß nicht immer, wie ich dir danken soll. Hör zu, ich brauche dieses Laufwerk, das du dem Händler bringen wolltest. Hast du es noch? Ja, ich hab's noch. Diese Trottel haben mich nicht einmal ordentlich durchsucht. Naja, was soll's? Nimm es. Immerhin hast du mein Leben gerettet. Es war gut versteckt, aber diese Banditen haben vom Filzen einfach keine Ahnung. Auftrag, also Information vom Spieler beschaffen, müssen wir jetzt. Okay. Danke, wo hattest du es denn nun aufbewahrt? Wer weiß, kann vielleicht nützlich sein. Im Hintern wahrscheinlich. Da unten habe ich es nicht aufbewahrt. Glaub das ja nicht.
Ich arbeite schon lange für den Händler. Ich weiß, wie ich Informationen sicher aufbewahren kann. Ach, übrigens. Ich habe den Banditen eine nette kleine Geschichte über ein Lager voller Artefakte erzählt. Und sie haben jemanden zum Nachsehen geschickt. Das Lager existiert, aber da ist nur ein Artefakt. Ich kann dir die Koordinaten geben, wenn du möchtest. Ja, und danke. Ah, vergiss nicht, dass dort viele wilde Tiere sind. Ach ja, und der Typ, den die geschickt haben, ist mit mehr bewaffnet als nur mit einer Schaufel. Sei also vorsichtig. Danke, Mann. Ich habe zu danken. Na gut, kein Problem, viel Glück. Hier könnte ich nach einem Auftrag fragen. Kannst du mir irgendwas Interessantes erzählen? Ich mach mal das. Festgeber können auch sterben, weil sie wäre. Also, take care. Wenn eine Leiche geblutet wurde, verschwindet der Körper, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Muss ich gleich mal gucken. Ist was Interessantes. Kannst du mir irgendwas Interessantes erzählen? Tja, ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden. Ich brauche einen Auftrag. Hast du das für mich? Ich weiß nicht, ob ich zu viele Aufträge annehmen. Also, ob ich jetzt so viele Aufträge annehmen soll. Ich weiß nicht, ob die ablaufen oder so. Aber wenn ich schon mal vor dem stehe, ne? Da gibt es etwas, den vollendeten Anzug finden. So. Während ich in Gefangenschaft war, hörte ich, wie die Banditen sich über ihr Versteck unterhielten, indem sie den Haber aufbewahren. Angeblich verstecken sie dort auch einen ziemlich abgefahrenen Mantel. Aber am nächsten Tag hat ein Monster es sich im Versteck gemütlich gemacht. Nun trauen sich die Banditen nicht mehr dorthin. Tu mir einen Gefallen, bring den Anzug zurück, ich werde dich gut bezahlen. Okay. Ja, bis dann. Tschüss. Erstmal Leute looten, ne? Weiß sie noch da sind. Nö, der Punkt ist noch da. Was ist da hinten? Muss ich da hin? Da kommst du her, oder? Was ist beim Shitpot kaputt gegangen? Alter, hier ist der Anzug, okay. Und hier. Der verwundete Bruder wurde. Aha, ja. Die Kunden bringen was, wie versprochen. Ach nein, da ist der, okay. Ja, aber ich muss das mal looten, ne? Nicht, dass das weg ist hier. Ich das hier? Ach, das ist schon noch ein Anzug. Dann wahrscheinlich die drei, ne? Ja. Okay. Ich wollte das verkaufen, die Sachen hier. Ich muss mich ja jetzt nicht unbedingt totschleppen an diesen Dingern hier. Oh, eine Müsli. Eine Salami. Oder? Nährstoffwurst. Ach so. Da sind viele Vitamine drin, glaube ich. Oh, schon. Das ist mein Freund hier gewesen. Ups. Ja, aber da muss man auch die Sachen mitnehmen, ne? Kann ja nicht vergammeln.